Ja, hallo. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Micro-SIM-Karte in eine Nano-SIM-Karte mit einer Schere zuschneidet. Ihr braucht neben der Schere die Micro-SIM-Karte und am besten direkt das Gerät, wo nachher die Nano-SIM-Karte rein soll. Dazu muss ich sagen, das passiert natürlich auf eigene Gefahr. Ich habe es jetzt schon mehrfach gemacht. Es ist, wenn man ein bisschen aufpasst, ist das ohne Probleme und ohne Schablone möglich. Viel Spaß bei diesem Video. Und wie ihr schon seht, ist es im Prinzip, gibt es keinen großen Unterschied zwischen den Karten. Der Chip ist exakt gleich. Der einzige Unterschied ist, dass die Micro-SIM-Karte noch so einen großen weißen Rand hat. Und im Prinzip schneidet ihr diesen Rand einfach weg. Wenn ihr euch die Nano-SIM-Karte genau anschaut, ist nirgendwo ein Rand. Hier ist ein ganz kleiner. Aber den könnt ihr im Prinzip auch weglassen. So, wir fangen einfach an. Schneiden möglichst ohne an den Chip zu kommen, den weißen Rand weg. Ja. Das ist eine ganz normale Schere, jetzt nichts Besonderes. Ihr könnt auch jede andere beliebige Schere benutzen. So, hier schneiden wir durch. Und wenn ihr hier die Nano euch nochmal anguckt, haben wir jetzt hier so eine kleine Ecke drin. Die schneiden wir hier einfach auch rein. So, zapp, zapp. So, und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier, müsst ihr aber nicht, so einen ganz, ganz feinen weißen Rand lassen. Müsst ihr aber nicht, die passt auch so gut in den Slot nachher rein. So, ich lasse so einen minimalen weißen Rand. Hier kommt die Ecke wieder ganz normal weg. Und der obere dünne weiße Rand kommt auch komplett weg und die letzte Ecke auch. So, jetzt habe ich quasi so gut ich kann den Chip ausgeschnitten. Hier habe ich die Ecke gelassen, damit ich nachher weiß, wie rum ich die Karte einsetzen muss. Und jetzt testen wir einfach mal, ob sie funktioniert. Im Moment steht hier noch keine SIM-Karte Notrufe möglich. Jetzt stecke ich die Karte rein. Und wie ihr seht, will er direkt einen PIN haben. Also Karte funktioniert. PIN eingeben. Karte funktioniert, Handy läuft. Kann angerufen werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, eure Nano-SIM-Karte funktioniert ohne Probleme. Wenn das so ist, gebt mir einen Daumen nach oben bitte, gebt mir ein Abo. Sonst könnt ihr mir gerne auch über die Kommentarbox Fragen stellen, auf unsere Webseite gehen, mir dann E-Mail schreiben. Ich antworte jeweils auf die Kommentare und auf die E-Mail so schnell wie möglich, meistens so in 1 bis 3 Tagen. Sonst wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!